Ich fahr raus. Ich warte, bis ich rausfahren darf. Es ist ja die KI, also können wir ruhig früher rausfahren. Woher ich darf rausfahren? Ja, jo, ich bin hinter meinem Teamkollege. Schön. Ja, es sind die zwei Teamkollegen. Ja. Ich meine, das ist ja nicht da. Nicht auf, ja. Auf scheiß voll Reds. Scheiße. Manni, ich vermisse dich. Ich will meinen Teamkollegen wieder haben. Okay, ja, komm. Was, alle ein Pferd sein nebeneinander? Um ein Pferd? Ach, fair, ich hab verstanden, alle ein Pferd sein. Aber warte mal, Pferd ist lecker. Ja, schon klar. Ja, es geht, es geht. Kommt drauf an. Ja. Petroladen sind geil. Aber schön deine Stimme zu hören, Dimitrix. Findest. Frikanden aus. Ja klar, du bist ja mein Teamkollege, jetzt können wir richtig Punkte sammeln. Schleimer. Was Schleimer? Der holt ersten Platz, ich hole den zweiten Platz. So. Schön wär's. Danke. Ja, ja, toll. Ich hab noch gebremst, Patrick, danke. Was, ihr fängt jetzt schon an, euch zu drehen? Der Patrick hat sich gedreht, der Silent, ja. Patrick ist auch nicht ganz. Ja, okay, das liegt auch an dem neuen Controller. Er muss sich erstmal dran gewöhnen. Ja, viel Erfolg. Ja. Wo ich mich noch dran gewöhnen muss, dass die Bremspunkte im 20er anders sind als im 19er, weil du im 20er schneller wirst. Aber irgendwie auch schneller bremst. Ja, genau. Rote Fresse gehabt jeweils. Oder nächstes, jetzt mal nächstes Mal ohne Alkohol. Wenn ich jetzt nicht mit. Nicht also mein. Die KI ist super, wenn du zuschaust. Werde ich dann auf der Karte immer noch als gelb angezeigt? Ja, ich kann nicht. Udo, mach Platz, mach den schnellen. Weil ich frage nur, weil ich fahr ja Renault. Oh Leute, ich komme, versuch bis hier. Dankeschön. Oh. Dritte Sektor ist Ich hab mich in Start und Ziel gedreht, Vorsicht. Start und Ziel. Ich hab kaputten Flügel. Ja. Nette Gruppe. Ja. Bin wieder auf der Strecke, alles gut. Das kann ja was werden. Oh Gott. Juhu, die Liga fängt wieder an. Du bist der Erste, der einen Crush hat, von Umpeler. Der Erste. Mega, oder? Ja. Recht der Zweite. Ich dachte, es wäre Udo. War's bei mir. Ich hab mich so sehr auf dieses. Auf die Liga gefreut. Und jetzt bin ich der Einzige, der nicht fahren kann. Das ist leider ärgerlich. Nein. Eigentlich müsstest du Ersatzfahrer. Du bist hiermit ausgeschlossen. Und ich habe bestimmt 500 Runden auf diesem Australien-Kurs gefahren, um mich darauf vorzubereiten. 500 Runden? Ungefähr, ja. Also das Einzige, wo ich viel gefahren bin, wenn du auf bin, meinem ist, Livestream bist, du siehst mich doch. Ich kann dich nicht als Zuschauer machen. Ich bin gerade auf dem Livestream von Pizzi. Twitchy. YouTube. Habt ihr gerade jemand mit zugeschaut, Alter? Ich hab gerade komplettes Heck verloren. Ja. Ich bin auch bei Pützi. Ich stream heute mal nicht, keine Ahnung, hab keinen Bock. Ja, ich hab nochmal Fahrenzeit. Haben, ich will dich. Haben, ich will dich. Das Spiel einfach so viel schneller ist, ey, ganz ehrlich.
1,21. Unter den ersten Zeit 5 will ich gesehen haben. Ja, aber auf Soft. Ja, trotzdem. Das ist habt ihr eigentlich Regen-Setup jetzt drauf? Oder? Nö, ich hab nie ein Setup. Ich werde nie ein Setup irgendwie benutzen. Brauche ich nicht. Mitfahren? Nein. Nein. Reifen? Kann ich aber irgendwann noch sagen, warum. Der arme Kelly. Reifen schonen. Schon so. Ich hab keinen Sprit mehr. Ich fahre jetzt hier langsam. Welche? Ich bin jetzt schon 2 Runden gefahren. Welcher Sektor? Erster Sektor. Ich fahre ganz langsam am rechten Seitenstreifen entlang. Damit niemand in mich reinfährt. Durch, der fängt an den zweiten Sektor durch. Nein, kannst du leider nicht. Weil ich dich schon mal getestet habe und dein Internet kacke war. Sektor 2 bin ich. Und wir testen unsere Fahrer lieber vorher. Hier ist dann, wenn du die einmal geladen hast, ist die... Sektor 3, Patrick. Sei mir nicht böse, aber so ist das bei uns. Ich geh links, heiraten. Ja, ich sag ja, ich bleib... Ich Sektor 2, Sprit alle. Komm vorbei. Na, ich kann dich irgendwann mal gerne noch mal testen und gucken, wie dein Internet ist, aber einfach so mitmachen ist nicht. Leider nicht. Ich habe erst. Ja. Du schreibst mir immer über PS4. Das ist. Boxen, stopp. Ferrari kommt nicht. Alpha kommt hinter. Alpha, aber es ist hinter mir. Ich hab gesagt, Silent, ich fahr ganz rechts. Ja. Weniger saufen, mehr zuhören. Okay, ich bin weg, Alpha. Weniger labern. Na, genau. Ich weiß nicht, welcher Haas da vor mir ist. Udo! Hat er dich jetzt ausgebremst? Nein. Jetzt zieh ich eben noch mal ein Outlet, bis dann noch mehr Reifen abnutzen. Das ist mir so scheißegal. Ganz ehrlich. Und wenn ich nicht auf der Pole bin, juckt mich dann auch nicht. Quali heißt nie was. Im Rennen muss man es beweisen. Ja, wenn der Sprit noch reicht. Zu einer Feichelung auf Low Sprit, das ist mir dann auch wurscht. Natürlich will ich jetzt als gezettelte Runde gewertet, das ist mir klar. Geknatscht hat er, sonst wäre ich jetzt auch noch dabei. So ist das.
Das ist, wenn man in dieser einen verschissenen Kurve zu viel wollte und dann gedacht hat, man nimmt die Kurve mal ohne zu bremsen. Tja. Schwupps! Dreht die Karre und du bist raus. Oh. Also wie der Killer fahren durch die Kurven teilweise ohne vom Gas zu gehen, kriegen die hin. Ja, das ist Wahnsinn, Killer. Ich guck dir da jetzt schon wieder zu. Du fährst ja da durch, du gehst ja teilweise gar nicht in die Eisen. Du gehst ein bisschen vom Gas runter. Ja, das war's dann. Da wäre definitiv noch was gegangen, aber mein Reifenmann hat schon 10% abgenutzt. Oh, was ist los, Pützi? Deine Zeit wurde geschlagen. Noch. Pützi, du musst noch was fahren, gib Gas. Mach er. Pützi! Ja, er ist ja gerade auf einer Hot Lap. Ich denke, man hat sich auch einen frischen Reifensatz geholt. Das heißt, wenn er jetzt nicht versaut, dann holt er sich auch. Ja, die Boxenstopps werden nachher entscheidend sein. Hä? Die Boxenstopps sind zum Glück jetzt auch mal unterschiedlich. Also manchmal machen die schnelle, manchmal langsame. Also manchmal macht man eine Crew-Boxenstopps von 1,9 Sekunden. Bin ich gespannt, holt er sich, ich glaube schon. Ja, holt er sich. Jetzt wusste ich, weil er einen viel besseren Reifensatz hatte. Aber ein Hauch schneller als du. Ja, über ein Zehntel. Schade, kriege ich die Runde nicht mehr hin. Um eine Sekunde verkackt. Das muss ja auch sein. Nö, ich finde das gut. 0,0016. Ich bin besser. Aber gucken, was man im Rennen leistet. Machen alle auf Udo. Warum fährt er in der Box? Na, fahr wieder raus, geh schneller. Ich muss dazu sagen, die Autonummern, die wir eigentlich haben, sind nicht auf den Autos drauf. Weiß ich, das sind die normalen Nummern von den auch richtigen Teams. Ja. Und du hast auch die Namen da, das kenne ich schon aus den anderen Ligen. Breit. 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 Irgendjemand noch nicht bereit zum Starten. Nein, ich bin bereit. Silent ist sich ein Saufen. Ein Pottel. Silent hört man. Wenn er nicht schon Sollens. Am Sofa, also, nicht wenn er schon im Sofa hängt und. Weil da kann er auch gut, wenn er gut säuft, dann kann er auch gut pennen. Oder mitten an dem Rennen. Den hörst du nicht, weil er Headset dann auch hat. Dann wirst du ja jetzt gleich ganz schnell lesen, dass er disqualifiziert wurde, weil er nicht fährt. Ja. Dann müssen wir halt aufpassen, wer hinter dem startet, wo der genau steht. Weil dann sind soweit alle fertig. Ja. Ja. Und dann kann ich ja starten. Rückkehr. Okay.
Das wird jetzt was richtig Witziges. Wird sie nicht so los. Das kannst du nicht. Oh, heilige Scheiße, ey. Witzi, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Vorteil, du hast vorgefertigt. Abwarten, es kommt auf den Start, wenn ich nicht verbremse, ist Maxi gleich durch und... Ihr habt gesehen, was heute in der Formel 2 passiert ist. Mick Schumacher hat sich gestern in der ersten Kurve die Führung geholt mit dem Start. Das war ein Blitzstart und ein Alter. Hat er auch gewonnen? Nein, er hat sein Set aber falsch, er ist auf den Mitten zurückgefahren. So, liebe Leute, leider wurde ich rausgekickt aus dem Spiel und aus meinem Livestream. Naja, schauen wir mal, wie meine KI fährt. Ihr seht da jetzt mal die komplette Tabelle. Das ist Premiere, auch bei mir. Und ich muss mal pressen gehen, das ist der Vorteil. Mach das. Lass mal auf die Zeit. Telekom ist vorbei, ja? Ja, alles gut. Ja, ich hab roten Flügel. Da kriegt man die Kurven so gut, weißt du? Ja. Wenn du dich einmal ein bisschen verbremst, hast du direkt verloren. Klar, wer geht in der Box rein? Ja, Tatsache. Und ich frag mich, warum. Ja, weil ich erst bestimmt ihn... Ist das dein Ernst, Putzi, dass du auf Eliminions wechselst? Der hat's mir angegeben, dass ich den Reifen wechseln kann. Was? Wechselt auf Intermediens. Lusope geht auch auf Intermediens. Ja, ist auch schon ziemlich gut. Nee, ich bleib auf Full jetzt. Plötzlich sind die Intermediens auch fahrbar. Werde ich jetzt merken, wenn ich die Runde gefahren bin. Er sagt mir, dauert immer Full Wets. Du kannst nicht nachgehen, was der da sagt. Boah. Ich bin raus. Das war total schade. Das Auto hat's zerrissen. Ich hab dich scheiße für mich. Ich drück schon auf die Bremse. Das ist geil für mich. Weil jetzt alle vor mir bleiben werden. Ich hab's nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Was machen wir jetzt eigentlich mit Silent da jetzt mit seinem... Ah, der ist raus. Der ist schon längst weg. Der hat ein bisschen den Alkohol übertrieben. Ja. Ja, Maxifly, damit hast du wieder die Führung gleich. Ja, ich hätte meinen Undercut nämlich durchbringen können. Hättest du, ja. Sogar locker. Oh nein, was macht das denn? Boah, ich drück doch schon auf Neutralmodus. Meine Fresse, diese Scheiße, der geht mir so auf den Sack. Tja, dann habe ich jetzt genug Zeit, mir eine zu rauchen. Nein! Warum ist High Happen raus? Mich hat's zerrissen. Okay. Scheiße. 40 Uhr, du fettes Feld an. Komm, Killerbär, Dann hat's mich zerrissen. Komm, Killerbär. Premiere, du bist Erster. Premiere bei unserer WSV wieder. Speedy führt das Feld an. Speedy führt das Safety Car an. Ich dachte, ich hab's noch geschafft, aber ich schaff's. Aber das Technik-Termin, das finde ich ja übelst gut an. Udo, nimm dir das als Video auf. Du führst eine Safety Car Runde an. Servus, Pilzi, was geht? Der Markus Winkelhock des Formel 1 PSP-Spielens ist so. KI lassen fahren. Udo muss ja fahren, hier nicht. Muss ich oder darf ich? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt hat Udo dann auch noch das Pech, er kann nicht die KI fahren lassen, sondern muss selber fahren. Ich fahr selbst. Das ist mal. Ich weiß nicht mehr. Achtung, Safety Car ist raus. Sind die Medien jetzt besser oder? Ja, sind besser. Das ist angenehmer. Ja.
Das wusste ich direkt, wo es langsam trockener wurde, weil du mit den Fullwets nur noch gerutscht bist. Der Regen, das sieht doch schon so komisch aus, ob das wirklich nicht wurde verändert. Also ich glaube, wäre jetzt der Safety Car nicht gewesen, dann hätte Pürzi vielleicht Strategie-Win gehabt. Ich wäre durch gewesen, weil ich schneller wäre. Ja, aber dann kommst du natürlich auch noch auf das Fahren an, also... Weil wenn du wir haben noch 19 Runden zu fahren. Intermediates kann ich auf jeden Fall besser fahren als mit Fullwet. Definitiv. Auch wenn du da natürlich auch ein bisschen gerutscht. Das ist kleiner und das ist natürlich normal. Ja, aber nicht so extrem wie mit Full. Lass mal die KI fahren. Ich auch, ganz kurz. Ja, ich auch. Das trinken in Ruhe. Ist so. Kein Problem, ich rauche mir auch eine. Ja, oh, ich mach mir ein Zigarettchen an. Ich bin nett. Ich weiß nicht, ob das auch nicht mit einer brüllen würde, wenn 50er dann war. Ja, der ich würde, wenn meine KI reingefahren wäre. Also, Udo, tu mir einen Gefallen. Sag nix, dass Safety Car reinfährt. Schön weiterfahren. Ich sehe das selber, Killer, wenn Safety Car reinkommt. Du bist blind auf Augen. Nein, bin ich nicht. Ich sehe, wenn die Lichter ausgehen. Siehst du? Sag ich doch. Du siehst, wenn die Lichter ausgehen. Meine KI überholt einfach Udo. Hä? Ja, aber Udo rausgerutscht ist. Aber dadurch hast du ihn berührt, oder er hat dich berührt. Ich weiß nicht, Udo hat meine KI geschoben. Ich habe Zeitstrafe bekommen. Aber du nicht. Ja, aber ich kann nicht dafür, ich habe meine Käfer lassen und ich fahre jetzt. Egal, fahr ich jetzt. Du hast die KI gerade fahren lassen, sonst wäre ich Udo selber von hinten drauf gefahren. Ja, ich habe gerade nur gesehen, als ich kurz auf Bildschirm gehört, dass Udo auf einmal links war, im Gras. Ja, weil ich weggerutscht bin. Ja, ja, alles gut. Darfst jetzt die KI fahren lassen. Das war bestimmt Absicht, ne? Mann, stimmt. Ja. Oh, jetzt erleben wir ja gleich mal einen Zweikampf auf Platz 2, Udo, wa? Ja, nur dass Udo noch vorwärts drauf hat. Ja. Oh oh. Womit er jetzt locker mal 1,5 bis 2 Sekunden langsamer ist. Genau, erster Gang und Leerlauf und hoch den Berg. Da freut der Motor sich. Ja, ich bin gerade auf dem Balkon, weißt du, ich guck zu. Wie so ein Opa versucht, mit einem Leerlauf den Berg hochzufahren. Kann er probieren, es hochzuschieben. Das hört sich er so versucht schön durch an. Luftdruck. Safety Car kommt rein, Safety Car kommt rein. Hörst du es bis zum Balkon rohren? Nimm, 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 nimm. Ja, ne? Das hat sich aber anders angehört. Das hat sich. So richtig mal hochdrehen. Den Drehzahlmesser. Komm, ich hab noch was was Besseres. Ich war oben bei mir an der Straße. An der Ampel war so ein Jugendlicher, vielleicht 18, 19 Jahre alt. Mit so einem alten Opel. Andauernd immer. Und irgendwann hörst du so. Ist in der Kühler geplatzt. Und ich stand da mit einem Grinsen, ey. Und direkt wieder übersteuern, ey. Ladies and Gentlemen, willkommen hier wieder beim Rennen. Killer Bass führt da mal wieder. Noch. Boah, ja, noch. Ganz weit raus, Alter. Wir gehen mal auf den Lothar. Lothar ist hinter ein Red Bull. Wo ist der Lothar? Ach, da. Der ist hinter ein. Wie heißt der? Alpha Tauri, genau. Hinter Pützi. Oh, das wird spannend, das ist nicht viel. Und dann gehen wir einhören. Naja, der Pützi weiß ja, Australien ist sowieso nicht meine Strecke. Und dann auch noch im Regen. Aber Pützi hält sich gut dran. Der Pützi will an den Max Dimitrix ranhalten. Aber Dimitrix denkt sich, mein Platz. Killer, was machst du da? Spielst du Heiko Wasser? Ja, ja. So, Kai, jetzt gehen wir mal ganz nach unten. Ich bin Stefan Römer. Da sind wir den Speedy, der eben erster war. Hast du gehört? Und jetzt letzter ist. Hä? Nächstes Mal bitte Bescheid sagen, dass von rechts kommt. Ich habe dich überhaupt nicht gesehen. Ja, sag ich das. Wenn ich jetzt nach rechts gezogen wäre, wär's raus gewesen, definitiv. Manu folgt den Kalle. Kein Flügel mehr. Oh, Kalle hat kein Flügel mehr. Wegen Goldfisch. Ja, die KI von Goldfisch. Ah ja, alles klar. Kämpft sich auf den sechsten Platz.
jagt jetzt einen Renault vor sich. Und ich würde von den anderen gejagt. Kann ja auch aufgehen. No. Kalle, noch eine heftiger Phase, du bist wieder dran, also beruhig dich. Ziehe mich in China an, was bei mir war. Oder es kommt keine Safety-Car mehr. Nein. Alles gut, ich mach das ja nicht. Ne, ich sag's ja nur. Der ist in der Box, der Kalle. Silent wird definitiv noch eine Qualifikationssperre kriegen, wenn er wieder mitfährt. Ja, hat er ja gesagt, die nimmt er an. Hat er ja gesagt, die nimmt er an. Aber auf eine Art verstehe ich das auch, weil im Regen ist scheiße, wenn du es nicht kannst, ist kacke. Dann drehst du die Schnur, ja, und ich um keinen wegzuschießen dabei. Ja, warte doch mal, um keinen wegzuschießen dabei, opferst du dich lieber jetzt schon und machst keinen Unfall mit irgendeinem. Killer. Ja, jetzt erinnere dich mal an Frankreich, wo ich zweimal überrundet worden bin. Habe ich mich weggeschossen? Ja. Nein. Nein, du kannst ich konnte ja da auch nicht fahren im Regen. Du kannst das, aber der hat sich ja nur gedreht. In jede Kurve. Ja, habe ich mich auch in Frankreich. Ja, was soll ich in Japan sagen? Das war noch, das war vorletzte Saison noch. Ja, wenn ich dreimal vor Pits über war ich nicht fahren, ich habe mich in jeder Kurve auch gedreht. Auf eine Art verstehe ich. Irgendwann bin ich dadurch über Steuern rausgeflogen. Auf eine Art verstehe ich den Silent. Wir hätten uns aufgeregt, wenn der Silent sich gedreht hätte und einen von uns rausgeschossen hätte dabei. Ja, aber ich verstehe auch den Pützi, klar. Der hat ja gesagt, er nimmt die Strafe an. Mein Gott, dann ist es auch geklärt. Und ich kläre das auch noch mit denen, wenn er in Liga noch mitfährt, dass er nicht saufen soll dabei. Du brauchst noch lange nicht mit Slicks rausfahren, das bringt gar nichts. Trotzdem, die Linie ist zu trocken für Inter teilweise. Fährst du nochmal an der Box und holst dir trockene oder was? Komm, Pützi, probier's, die Strecke ist trocken, fahr. Aber ich finde das ERS dir zu managen ist deutlich einfacher. Ja. Ich muss mir einen neuen Flügel abholen gehen. Udo, ich fahre an die Box. Jo. Was ich jetzt hier cool finde, wenn du die Linie anhast, wird hier im 20er Game jetzt die Bremspunkte von trocken und nass angezeigt. Im 19er musst du ja so, da musstest du ja selber einschätzen im Nassen, wann du bremsen musst. Und dich nicht zu verbremsen. Das ist jetzt hier zum Glück anders. Immer leicht gegenlenken, ne? Genau, das habe ich auch. Wann muss man die Durchfallstrafe ein absitzen? In drei Runden. Drei Runden. Okay, dann müsste ich jetzt rein. Es wird dir nach jeder Runde angezeigt, wie viele Runden du noch hast. Okay. Da steht dann Durchfallstrafe absetzen innerhalb von zwei Runden, eine Runde, oder da steht in dieser Runde absetzen oder so. Okay, ja, Durchfallstrafe tritt. Die heute jetzt durch. Ja, das war ein Schwachsinn, ey. Das wurde mir gar nicht angezeigt, dass ich zu schnell war. Ja, das ist auf der einmal, ganzen Ausdruck, plus drei. Ja, aber mein Spiel, das Spiel macht gerade mir meine ganze Saison im Arsch in Australien. Hat er gerade mal angefangen? Nein, aber in Australien, das war mein Ziel. So. Ja. Schlaf dann raus. Und deswegen jetzt ein Safety Car, ne? Super. Wow. Ja, mir aber nicht. Patrick, geh einfach. Mein Gott. Patrick. Oh nein. Vorsicht, ich hab mich gedreht. Sektor 1, Sektor nach Start und Ziel. Ja, jetzt muss ich erstmal hier irgendwie alle vorbeilassen, das ist doch scheiße.
Ja, hole die Safety-Car-Kolonne ein, aber überschreite nicht das Delta. Scheiße, jetzt fangen wir an zu rutschen. Weil das Türen am Wagen noch nicht da eingerückt hat. Oh. Du hast nur deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Dann riskieren wir eine Strafe. Du hast die Karre weggeworfen, ne? Nee, der Killerberg kam aus der Box, dann habe ich abgebremst, weil ich ihn vorbeilassen wollte, ne? Okay, ich habe dich gar nicht gesehen. Ist gut, dass ein Safety Car draußen ist. Nee, ich war links. So, und dann haben wir aber so weit abgebremst, bin dann so weit auf dem Körper und dann war ich weggerutscht. Okay. Kannst du nichts für, kannst du dann. Darf ich fragen, okay, was mit Silent Dead los ist? Der hat gesoffen. Der ist besoffen. Ah, super. Ja, dass er dann ein, also ich verstehe es, dass der besoffen ist, dass man sowas macht, aber ich finde es trotzdem irgendwie unnötig. Er säuft sehr selten, deswegen, das war jetzt das erste Mal, dass er wieder so heftig ist. Eigentlich kenne ich ihn nicht so, dass er so aggressiv ich wird. Ich eben auch nicht, deswegen. Ich denke, dass wenn er lange nichts getrunken hat und dann so viel, dann ist eh das. Ja, aber dass er so auf alle Sachen so ganz empfindlich reagiert. Ja, mich kotzt es trotzdem, ich habe mir gerade so einen schönen Abstand rausgefangen von 2 Sekunden und er ist jetzt wieder weg. Aber mir macht das nichts, weil ich weiß, der hört ja auf mich. Wenn ich sage, jetzt hör auf. Ja, aber nur weil er betrunken ist, jetzt der Stress anzufangen, der ersten, im ersten Rennen. Deswegen habe ich ja gesagt, er soll seinen Rausch ausschaffen. Ich soll die ganze Zeit die Safety-Car-Kolonne einholen, aber ich komme nicht dazu. Also ich bin jetzt in der Safety-Car, also eigentlich müsstest du dein Dead Ends aussehen, eigentlich. Oh. Eigentlich müsste jetzt noch stehen, hol die Safety-Kolonne ein. Soll die KI nicht eigentlich fahren? Nur wer es da ist, der muss noch fahren. Aber genau, wenn wir hintereinander sind beim Safety-Car, weil wenn die jetzt, weil sonst macht die KI so langsam, da holst du ja nie die Safety-Kolonne ein. Ja, deswegen dürfte die KI fahren lassen. Aber deswegen fahre ich ja gerade selber, damit ich die irgendwie einholen kann. Aber wenn du aber hinten dran bist, dann kannst du auch KI. Ich bin es gewohnt, hinter dem Safety-Car zu fahren. Ich glaube, in unserer Liga hatten wir letztens 4 Safety-Car-Phasen. Dritter war Sir Schmidt, ne? Ja. Ja. Na, ich lasse gerade nämlich die KI jetzt fahren. Ja, sehe ich. Fände es lustig, wenn die Safety-Car mal crashen würde. So Programmierfehler oder so. Naja. Komm, das hat der Killer aber schon gehabt in Belgien. Ja. Drauf. Das war schlimm, ey. Das ist komisch. Im Rückspiegel ist kein Regenschweif oder so zu sehen. Das ist schön klar alles. Ja, ein komischer Pack. Hat eine Nummer was von Ami gehört? Von wem? Nee, Internetausfall wahrscheinlich mal wieder. Hatte er schon mal letzte Saison. Ja, aber er kam ja direkt wieder eigentlich. Nein, da hat es auch länger gedauert bei ihm. Okay. Oh, 44 Grad noch die Reifen. Ach du Scheiße, ist das kalt. Gestern rutschst du wahrscheinlich auch so. Ja, das ist ja im Regen, du kannst ja nicht richtig aufwärmen. Nee. Du kriegst ja maximal auf 60, 70 Grad. Zuppel Computer oder fährt er selber? Ich glaube, nicht. Ja. Was heißt jetzt? Kann der kann ja nicht mitfahren. Ach so, okay. Weißt du doch. Ja, ich muss mich ja auch erstmal dran gewöhnen, wer jetzt dabei ist, wer nicht. Aber ich guck zu. Ah, okay. Die Pützi, die KI fahren lässt. Genau. Mit Donners gerade ein bisschen. Ey, komm, ich hatte heute 32 Grad, ey. Gestern 30 Grad. Wir hatten gestern 35 Grad. Okay, ist furze trocken. Ja, du fällst ja, weit zurück. Was soll ich denn großartig machen, Scheißspiel? Ich bin doch schon hinten dran. Fahr an, ich gebe dir einen Tipp, Udo. Du siehst, die Strecke ist trocken. Hol dir rote Reifen. Ja. Mit Inters kommst du nicht mehr. Fahr ran und zieh auf Rot. Ich hab keine roten Reifen. Aus. Du hättest auch gebrauchte eine rote Reifen. Noch kenn ich auch hinter der KI. Ja, wenn du keine roten mehr hast, dann zieh gelbe auf. Die tun sie auch. Oh. Ich hab noch die sind zwar nicht so schnell wie rote, aber gelbe tun es auch. Ja. Die Strecke ist nämlich trocken. Mit Inters kommst du da nicht mehr weit. Nein, mit Inters rutscht du nur noch und hast keinen Speed und gar nichts. Udo, was los? Alles gut.
Ich muss nur gerade umstellen, dass sie mir auch die richtigen Reifen aufziehen. Ach so. Ja, mit dem Intas wirst du nicht mehr vorwärts kommen jetzt. Naja. Deswegen sage ich, nutz das Safety Car und zieh dir andere Reifen drauf. Ah, das finde ich auch scheiße, so dass das die KI jetzt vor uns ist noch. Ja. Mega scheiße. Jetzt wäre ich nämlich auch an euch dran. Ja, ich weiß, es ist bei mir nicht anders eben gewesen mit Maxifly, also wäre ich nicht vorher schon in die Box gegangen. Dass die diese Scheiße nicht gegangen NR gegangen wäre. Jetzt tut nicht so, als wäre mein Sieg unverdient. Ich wäre nicht sagen, ich habe noch lediglich gerade gesagt, alles gut. Ich wäre an die Box gegangen, wenn du an die Box gegangen wärst. Ja, frischer Satz, rot oder gebraucht, Udo? Du war eigentlich, glaube ich, nächste Runde gedacht rein. Servus, Udo. Ach nö, ist Udo auch noch vorne. Ja. Ich glaube, jetzt bleibt es noch mal länger draußen, weil er muss jetzt noch mal eine ganze Runde fahren. Ja, er ist vom Safety Car noch. Das bleibt jetzt noch dran, bis Udo wieder angeschlossen hat. Nein, einigermaßen, oder eigentlich. Nein, das ist 26. Runde, das geht jetzt gleich rein. Stimmt, kann sein. Das wird definitiv reingehen. Egal wer wo ist, das hatten wir bei 2019 schon. Da war eine halbe Runde zurück und das Safety Car ging rein. Boah, dass die KI nicht einfach sich verpissen können. Ja, ne? Naja, Platz 4 mehr jetzt nicht drinne. Na, nur Platz 3, weil Lothar auf Gelb ist. Wird schwer mit der KI noch dazwischen, Digga. Der kann sich einen guten Abstand rausfahren, aber er hat auch, glaube ich, ein paar KIs davor. Genau. Aber es ist alles noch möglich. Der Safety Car wird bleiben, Udo. Udo ist Fratze. Mann, diese Scheiß fliegen. Oh Gott, ey. Müsst ihr nicht kaufen? 6 da. Er war 6. Udo ist Fratze. Hätte er KI fahren lassen können. Aber kennt er best KI noch an den Punkten, das freut mich. Ja, ne? Gut. Servus, Udo. Steht ne. Der ist schon wieder auf Strecke, Vorsicht. Pass auf, er schließt sich ein wieder. Boah. Pull die Safety Car Kolonne an. Och man. Was geht's hier los? Udo. Ja, Udo. Es kommt rein. Ich würde nur sagen. Presse, gute Hetze da auf der Seite. Und schießt noch die Goldfisch-KI ab. Ja. Was soll ich denn machen? 5 Sekunden nicht Strafe du. Für Kollision mit Goldfisch. Wer? Udo. Der ist auf die Strecke, Flügel. Der ist auf der Strecke gefahren und Goldfisch ist ihm reingeknallt. Okay. Also er hat nicht aufgepasst beim Einfahren. Ich hätte es. Ist noch kein Grün. Jetzt ist grün. Jetzt ist grün. Ja. Jetzt muss er aber erstmal an der ganzen KI vorbei. Mein eigener Teamkollege macht mir jetzt gerade keinen Platz, ey. Ja, findest du lustig, wa? Ja. Schön, freu dich und mach den Kuchen. Oh, nee, ich pack mir ein Eis. Könnt ihr deine KI jetzt rausschieben, wenn ich will? Du bist sehr cool. Ja, kriegst du Strafe. Kriegst du Strafe. Hör mal. Mann, Leute, ihr seid heute alle angepisst, wisst ihr das? Nee, mich fragt das einfach nur, ob das die scheiß KI nicht an Celtica vorbei durfte. Tja. Also ich gehe mir wertvollen Meter verloren. Ja, aber das kennst du. Vom letzten Spiel. Bei 2020 bis jetzt noch nicht. Ja, nee, aber bei 19. Ich auch noch nicht. Deswegen wundert mich das nicht. Wie geht das, Alter, mitten in der Kurve? Lächerlich. Krass, Manu ist vor mir, aber im Rennen ist er hinter mir. Geil. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, okay. Aber deine KI hat sehr, sehr gut Platz gemacht. Ja, muss man ehrlich sagen. Die ist halt echt.
Guck mal, hier, Kalli und Lothar liefern sich hier ein Duell und du nutzt das aus und kannst an den beiden vorbeizischen. Meine Fresse! Hab ich dich berührt? Hab ich tatsächlich was gesagt? Kampf zwischen Mercedes und Alpha Tauri. Der Alpha Tauri wird den Mercedes aber kriegen. Der fährt gut. Lothar, der macht sehr gut zu. Stark. Ja, Lothar macht richtig gut zu. Lothar aber kann er es nicht. Ne, jetzt hat er ihn. Ja. Jetzt hat Pützi jetzt zieht vorbei. Pushen beide. Boah, Lothar hält gegen, hält gegen. Aber wie? Hammert. Oh. Schön. Noch war ja nicht vorbei. Naja. Nee. Ich bin auch einer, der zurückstecken kann. Du hättest aber nicht zurückstecken müssen. Du hättest an ihm vorbeigekommen. Vielleicht hätte es auch geknallt. Ja. War ich innen gewesen, wäre aus mit mehr Speed, ja. Ich innen, hätte ich ihn ausgehebelt und er wäre weg gewesen. Und dann wären beide vielleicht noch weg und das wäre scheiße. Wow. Ja, bei mir war das auch riskant, Lothar, aus einer Überführung. Aber echt ein schöner Kampf zwischen euch beiden, muss man echt sagen. Das könnt ihr alles auf meinem YouTube bald sehen wieder. Euer Kampf. Glückwunsch, Maxi. Ich will das nochmal. Schön, Maxi Fly. Punkte für Red Bull. Hat das chaotische Rennen gewonnen. Lothar, super, super Kampf. Wow! Aber noch so gut. Alter! Pützi, Junge! Unser so, komm, scheiße Rennrunde, let's go. Das sind zwar 26 Deutschen Punkte. Deutschen Ziel gerutscht. DNF im Ziel. Gut ab. Scheiß Spiel. Kann ich nur wiedergeben. Das schon. Plus ein Zehntel. Pützi, du hast da einen Reifen hängen. Ich glaube, eine Runde geil. Mehr und Pützi wäre vielleicht noch da vorbeigekommen. Ja, ja. Also ich bin mit meinem Rennen relativ zufrieden, ey. Das erste Rennen, ich nicht. Dass ich zu 99,9% nie mitfahren konnte. Ja, fünfter, ja, ich sechster. Viel zu wenig. Red Bull hat gute Punkte gemacht. Aber auch Alpha Tauri hat gute Punkte gemacht. Bei ja, alles klar, ist siebter. Schön, schön, schön. Und Lothar, das war nur Glück bei mir. Mit Ausnehmerung. Ich hab aber nicht gehört. Nami ist Fahrer des Tages. Arsch stecken, das Scheißspiel. Nami ist Fahrer des Tages. Scheiß Dosenfabrik. Gehört nicht in den Formel 1 rein. Warum regnet es jetzt wieder, hä? Bitte, willst du den Red Bull haben? Ich hab hier ein Monster stehen. Ich hab hier ein Monster stehen. Ich hab einen Booster. Schnappst du dir den Sieg? Oh Gott, geh den Booster weg, Alter. Hui. Geil. Ich hab... 6-8. Ist hier nichts da? Ja. 7-6. Hä? Ja. 8-4. Ja. 9-2. Und 10-1. Danke. Bitte. Und Red Bull ist erster in Konstrukteurrangliste. So da vorne. Schön. Die braucht kein wie Mensch. Schön ist da. Scheiße Rappenbull. Wie schön. Tja, selbst schuld, wenn man. Die kommt zum Rennen, hat er gerade geschrieben in meinem Stream. Okay. Mann, wieso seid ihr so dumm, Alter? Das redet nicht ins Kopfkino. Das war auch meine Absicht. Ich war schon immer dumm.
Das ist ja nichts Neues. Ich kenne mich gerade. Jeder, der mich kennt, weiß, wie dumm ich bin. Dieses betretende Schweigen habe ich auch verstanden. Danke, Leute. Gern geschehen. Naja, immer wieder zu Diensten. Ich hab dich auch lieb, Putze. Schnauzelappen. Eigentlich müsste man ja sagen Putzlappen. Ja, deswegen ein Lappen und eine Putze. Oh, dann ich sind wir schon immer. Der Patrick hat einen Putzlappen zu Hause. Ah, sehr, soll ich dir den mal zeigen? Und deinen 2 Zentimeter Bolzen? Lass es lieber, Pützi, sonst fängst du an noch zu heulen. Herr Pütz, meinen Sie die Antwort zu groß, Herr Rattenbullfahrer? Ah nein, ich bin lieb zum Pützi-Killer, alles gut. Ja, das ist auch übrigens meine Aufgabe, ja? Genau. Profi darf das. Er hat Erlaubnis. Ja. Ja, na, aber dafür kriegt er einen von seiner Freundin drüber. Seiner ist zwar ziemlich lang und groß, aber dafür sehr dünn. Moment, es ist deine Aufgabe, Pützis Kolben zu schrubben? Nur gut zu wissen. Bist du verrückt? Was soll ich denn da schrubben, wenn er nichts isst? Okay, ich komm wieder von Melissa. Bist du mit Pützi am Mobben? Nee, die sind Schlafzimmer, deswegen kann ich Gas geben, Junge. Ich kann ja mal schreiben. Kannst du nicht, die ist gerade mit meiner Schwester am Telefonieren. Dann liest die das später, dann kriegst du heute Abend im Bett. Lass den Pützi in Ruhe! Oh, das macht nichts. Das macht nichts. Hörst du erstmal so klatsch! Ich hab da keinen. Scheiße, das bist nach Rostock. Yes! Freu dich, mach Männchen. Nami ist beigetreten. Karin. Wenn du nächstes Mal hinter mir bist, bitte mehr Abstand lassen. Das macht mich ein bisschen nervös, wenn ich da in einer Runde bin. Ali, habe ich genug Platz gelassen? Ich wusste nicht, dass ich so schnell bin. Ja, beim nächsten Mal. Fürs nächste Mal. Ja, bitte, bitte. Ich wollte ja auch nicht, dass du direkt mit rausfährst, wie ich. Ja, deine KI. Ach, KI ist schon dein Wagen, es hat sich ja einfach vor mir gesetzt. Welcome back. Hallo Jungs, tut mir leid. Hi. Mein Vater hat mich gezogen. Ach so. Wie mit dem Morgen jetzt halt. Passiert, ne? Was willst du machen? Es ist ja Opferfest. Die Oma. Wir haben uns da so ein was er genau jetzt geht, da gehen wollte, Digga. Er meinte, dass wir in 10 Minuten zurück sind, dann hat es fast eine Stunde gedauert. Feier ich nicht zu. Vergessen bitte ganz schnell. Ne? Naja. Arvid? Ja? Wie ist das letzte Rennen? Bescheiden! Hoffi, was machst du da? Wie, was mach ich da? Ich hab gerade Dings getroffen, den Kelly. Wen? Ja, Williams. Was kann ich denn dafür, wenn der Williams keinen Platz macht? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja? Außerdem fahre ich nicht. Ich habe die Hände am nicht mal am Lenker. Also sieht man so nicht, wenn man auf dem Auto drauf ist. Leute, bei mir hat Kelly eine Rundenzeit von. Also ich drück jetzt, ne? Okay, von 20 aus.
Ja, jetzt. Wie viel Sprit hast du denn, Maxi? Also insgesamt habe ich noch 3,9 Runden. Plus oder was? 0,3 plus. 0,36, um genau zu sein. Ich hab 0,05. Oh. Und trotzdem kommst du immer ein bisschen näher. Udo, durchhalten, Platz 10 holst du dir noch. Udo, ich geh links. Danke. Jetzt schaffst du, Junge. Gruppe macht Platz da. Aus blauer Flagge, Ziellinie. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Du vergrößerst das Aus zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Kreislauf lässt grüßen. Auch? Ja, ich merk's grad. Ich hab das gemerkt, dass ich mich nach links gedreht habe. Da bin ich auch verschwummerig. Ja. Udo, ich bin hinter dir. Mir wird aber schlecht, das ist das auch noch das Scheiße dran. Danke. Ja. Und fang an zu schwitzen wie Sau. Deswegen habe ich ja eben auch den Kalle durchgelassen, weil ich wollte keinen Fehler machen. Dass ich ihn wegschieße wegen meinen Fehlern dann. Er hat auch ist super gefahren. Muss ich auch lassen. Super Fight. Ja, klar. Du bist verdammt schnell. Schon vor dem Start und Ziel gerade eigentlich dich überholen. Und dann habe ich gesagt, nein. Da hast du super gemacht, keine Frage. Echt super. Weil man hat gesagt, dann lieber zurückstecken und dann lieber... Genau, hast du ja gesehen, du hast mich ja eben dann bekommen. Über DRS. Ja. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht den Dreher hätte. Schwer zu sagen, immer. Schwer zu sagen. Ja. Wäre ich mit bei dir da vorne oder wäre ich nicht dabei? Oder... Tja. Aber ist passiert, ist passiert. Ja, genau. So ist das. So blöd, dass meine Reifen langsam nachgeben. Ja, aber trotzdem, schon wieder Silent Dead Sky hat mich so ausgebremst, weil es mit in der Kurve stehen geblieben ist, dann hat es doch Gas gegeben. Hm. Also, was soll ich sagen, meine Reifen sind auf 55, 58 und 55 links. Also, meine sind genauso abgenutzt. Meine sind 53, 44 vorne. Ja, schon nochmal. 61 hinten. Okay, hinten, also vorne ist bei mir 58, 44 und 56, 51. Also hinten habe ich weniger als du. Ja. Das heißt, habe ich zwar weniger übersteuern, aber... Ja, deswegen stehe ich jetzt auch auf mager. Also deshalb hält mein Sprit nicht mehr.
Scheiße, geht mein Controller leer, ey. Und dann zieh ich mein Headset noch raus, ey. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,7 Sekunden. Fuck, ey. Ah, ja, vierter Platz ist auch was Schönes. Sonst, ich hätte mit Kasper noch in der letzten Kurve. Nein, Sprit ist alle! Komm! Ja, noch geschafft! Ich krieg mal wieder 3 Sekunden, wir abkürzen. Boah! Mike? Hallo! Hallo! Was ist denn bei dir los? Oh, du holst schon den letzten Platz in der letzten Kurve gegen Mikes KI. Arsch. Oh. Nee, er hatte noch Zeitstrafe. Ingo hat aber mehr als genug Zeitstrafe. Bleibt ganz gut. Ja, stimmt. 17 Sekunden insgesamt ja. Nochmal. Boah. Ah ja, alles klar. Ist 10. Ach, bei Udo war das die ganze, wo es hieß, ja, Zeitstrafe wegen kurze Kurveabkürzung und alles. Ja. Oder? Okay. Der ist auch komisch gefahren. Ja, vierter und zweiter. Ja, der hat erst den Nami zur Seite weggeschossen. Dann mit mir. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Nami, Fahrer des Tages. Da gibt es keinen extra Punkt für Fahrer des Tages. P5 wäre drin gewesen, wenn ich nicht einen scheiß Fehler gemacht hätte. Stell euch mal vor, es würde für den Fahrer des Tages einen extra Punkt geben. Einfach so in der Liga selbst. Deswegen, sorry Udo, aber du bist beim nächsten Rennen hast du Qualifying-Verbot. Ja. Boah, dann ist das schön. Oh. 6 Zeitstrafen hast du dir geholt, Junge. Boah. Der Bandnummer war echt viel mehr drin, Alter. Aber mir hat's ja nicht schon einen guten Fall geliefert, ey. Also, das war noch ganz knapp am Ende, ey. Hätte die KI mir nicht ja einen Strich durch die Rechnung gemacht mit dem Flügel vorne, ja, dann wär's nochmal interessanter geworden. Und dann hätten wir nochmal gefightet. Da hast du bei Silent bedankt. Ja. Silent hat mich auch zweimal ausgebremst, deine KI. Ja, machen, aber du hast halt durch keinen Frontflügelschaden bekommen. Ich saß ja das stimmt. Drauf, ich hab das gesehen. Ja, aber es war trotzdem knapp. Ich hätte auch fast eingekriegt. Das war so. Die hat mich, mich erstmal über eine Sekunde. Ich sag dir, Maxi, hätte die KI von Silent plötzlich nicht den Frontflügel kaputt gemacht. Spätestens auf Start und Ziel in der nächsten Runde hätte er dich gehabt, weil er bloß noch 0,4 Sekunden hinter dir war. Dann hätte er dich gehabt, verspreche ich dir. Aber so, ja, Glückwunsch an alle. Chapeau. So. Ist doch schön, mein Teamkollege zu hören. Ja. Auch erst nach den zwei Rennen. Ja. Es tut mir leid, ich hätte mir den Tag auch gerne anders vorgestellt. Auch ich was? Auch. Wie gesagt, ich habe gedacht, dass ich eigentlich nicht weg, mich nicht weg will. Ja. Du müsstest doch eigentlich die glücklichste Person gerade sein. Ja, wenn man 7 Stunden im Krankenhaus sitzt, glaube ich nicht. Ne? Warum? Was ist passiert? Ja, warte noch nicht, die Livestreams sind voran. Ah ja, warte. Warte, wir bedanken uns bis nächste Woche Samstag, dann geht's mit Vietnam und China weiter. Bis demnächst. Ja. Und der Killer verabschiedet sich auch, einmal vom Video, einmal vom Live.